Hallo, ich bin in Bielertal. Es ist schönes Wetter, zumindest für mich. Und so ein bisschen im Hals. Es geht endlich wieder in Höhlen. Erstmal gibt es, naja, ich sag mal eine Cola. Aber bis ich an der Höhle bin, ist das Bier wieder raus. Das ist nie das Problem. Ich brauche ungefähr eine Stunde bis dorthin. Ja, es wäre nicht bloß eine Höhle, es wären wahrscheinlich mehrere. Ich will mehrere Tage bleiben hier, in der näheren Umgebung so ein bisschen die Höhlen abklappern. Jetzt kommt erst mal ein Auto. Ich habe heute einen Seilsack mit, Kletterzeug. Ja, es wird ganz schön werden. Die Höhle ist für meine Begriffe vielleicht nicht ganz einfach, weil ich ja nicht klettern kann, aber ohne Seil traue ich mir das nicht unbedingt zu. Insgesamt, wie ich immer mal sage, heute bin ich bei 20 Kilo Gepäck. Also inklusive Wasser, Futter, Pennzeug, Kletterzeug, das was ja viel bringt. Ich habe heute einen Frosch im Hals. Naja, Prost erstmal. Ich habe schon was gegessen. Jetzt ist fast Mittag. Der erste Bus, der kommt so, naja, ich sag mal, 10:30 Uhr hier in der Nähe an. Da muss man schon mal eine halbe, dreiviertel Stunde laufen. Dann ist man hier an der Ottomühle. Wie gesagt, im Bielertal. Jetzt geht's die Straße dort hinten lang. Dann geht es ziemlich steilen Berg hoch. Da komme ich an der Benno-Höhle vorbei. Das ist eine Touristenhöhle, mal sehen. Wenn keiner ist, gehe ich noch mal rein. Ich habe euch das ja schon mal gezeigt in meinem Video vom Bielertal. Heute habe ich ja viel Licht mit, da ist das wahrscheinlich besser. Dann geht es wieder raus, noch weiter einen Berg hoch, ganz schön steil wieder einen Berg hoch. Und da suche ich mein Lager. Dann habe ich das gefunden, wird das ganze Gerödel wieder abgelagert, schön getarnt. Und dann mache ich mich auf zu den Höhlen. Ob ich nur die tiefe Höhle, was ja heute mein Ziel ist, direkt ansteuere, das weiß ich noch nicht. Vielleicht probiere ich erstmal mit kleinen Höhlen. Ich bin das ganze Jahr noch nie in großen Höhlen gewesen. Ein bisschen Kletterei. Erstmal warm werden und dann in diese Höhle rein. Die ist jetzt die tiefe Höhle. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Diese hier. Die ist jetzt nicht unbedingt ich sag mal, der absolute Knaller. Aber es ist schon was. Ist schon was Besonderes. Ihr werdet sehen. Ich mache mich jetzt noch ein bisschen ans Essen und ans Trinken und ans Packen und dann ans Losgehen. Ich hoffe, ich bin alleine. Ich habe keine Lust auf Touristenmassen. Schön heute. Erstaunlich. Keiner da. Die Benno-Höhle. Hier geht es zu einer Art Treppe runter. Diese hier. Und drin gibt es Wasser. Damit habe ich ein Problem weniger. Ja, mit viel Licht sieht das natürlich anders aus als in meinem letzten Video. Es ist super glitschig. Kühl. Ich denke mal, damit wäre mein Wasserproblem irgendwie gelöst. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich mich nicht hinlege. Die Treppe ist wirklich komisch. Ist ja mal was weggebrochen oder was? Weiß ich nicht. Oh. So, mag das gehen. Hohe Stufe, 3/4 Meter fast.
tropft. Und jetzt geht die Höhle ein bisschen in den Fels rein. Der Qualm, das bin ich. Diesen Felsen aneinander gestürzt und haben den Hohlraum gebildet. Vorsichtig weiter vorwärts. Ich bin wirklich aus der Übung. Bloß gut, dass ich erstmal hier lang gehe. Da gewöhne ich mich langsam wieder dran. Wie das ist, zwischen den Felsen, im Felsen lang zu klettern. Aber wie gesagt, das ist ja noch nicht schwer. Upsa. Das Höhlenbuch mache ich aber keinen Eindruck. Dies ist mir zu einfach hier. Jetzt kommen Touristen. Inschriften. Ja, ich lasse einfach reinkommen. Es ist egal, denn hinten ist der Höhle eh zu Ende. Ich werde ihn mal überraschen. Ja, die waren nicht gut ausgerüstet. Die haben sich nie runtergetraut. Dann habe ich Licht gemacht. Das haben sie fluchtartig die Höhle verlassen. Könnte ja ein Berggeist sein. Ja, das ist Schluss hier. Es geht praktisch kurz um die Ecke. Hier geht noch ein kleiner Spalt rein. Und hier war ich ja schon. Das konnte ich euch ja schon zeigen. Das ist der Hauptgang wieder hoch. Ich wollte die eigentlich unten erschrecken, die Touristen. Aber nö, die haben sich 5 Meter reingetraut. Und dann, huch, hier ist ja einer. Fluchtartig wieder verlassen. Bis zu dem, sonst sind sie gegangen. Bis dahin ist nun wirklich nichts. Ich stehe praktisch in der Mitte von der Höhle. So, das soll es dann erstmal gewesen sein. Ich suche mir jetzt meinen Lagerplatz und dann geht's weiter. Hier geht es rein zur tiefen Höhle. Wie ich euch mitnehme, das weiß ich noch nicht. Im Notfall müsst ihr draußen bleiben. Auf jeden Fall wird es eng, nass und dreckig. Na, schönen Dank auch. Gut, hier rein.
Die erste Hürde habe ich geschafft. Ist ganz schön eng. Hätte auch hier oben lang gehen können. Aber hier unten war besser. Jetzt noch meinen Sack nachziehen. Dann habe ich gleich am Strick. Und jetzt geht es hier ein paar Meter runter. Und irgendwo dort rein. Dann hoffe ich zumindest. Sieht ziemlich geröllig aus. Ich muss auch erstmal richtig Licht aufbauen. Aber erstmal ein Stück rein. Die Kletterei hier. Und dann sieht das besser aus. Oh, das war der Kopf. Hier geht's rein. Braucht nicht so viel Licht. Sack vorne weg. Heia. Tschüss. Das war schön schmal. Na ja, gut. So lose sieht es ja nicht aus. Ich kann sogar eigentlich stehen. Ja. Höhlenspinnen, schön, meine Freunde. Nass. Elende nass ist es ja. Es sind natürlich keine Wanderwege hier. Und irgendwo geht es hier weiter. Und ich fürchte in die Tiefe. Das ist so eine tiefe Höhle. Ja, den Schacht runter. Eieiei. Gibt keinen anderen Weg. Ja, das gucke ich mir erst mal an. Ich mache runter. 4 Meter. Aber steil, senkrecht. Und sind ein paar Tritte. Mein Sack ist auch schon unten. Oh. Das ist schwer zu filmen. Die ersten 4 Meter habe ich. Ach, dann geht's um 180 Grad die Ecke rum. Unten liegt schon mein Sack. Und da geht es dort tiefer rein. Ich mache mit der hellen Lampe. So ist besser zu sehen. Ne? Da geht es weiter tiefer rein. Und da muss ich jetzt hin. Wieder ein Stück geschafft. Es geht alles ein bisschen langsamer heute. Hier ist ein kleiner Nebenraum, wo nicht viel ist. Scheinbar geht es dort noch ein Stück weiter. Muss ich sehen. Aber hier sind auch lose Blöcke. Muss ich aufpassen. Ich komme nie rum. So. Da komme ich her. Jetzt nochmal drehen am Kopf vorbei. Und krach immer an der Wand. Hammer. Dort runter. Da geht's richtig senkrecht. Ich werde mir jetzt mein Seil fertig machen. Und dann in den Abgrund rein. Schön. Ich hab's geschafft. Ein riesen Überhang hier. Und dann geht's, ich drehe einfach mal.
die über 6 Meter nach oben. Jetzt kann ich hier noch überall rumkrabbeln. Ich mache mal die Helmlampe an. Sehe. Dort hinten rein. Und da gucke ich mir auch noch was an. Es geht dann noch hier tiefer. Da runter. Das mache ich dann auch noch. Selbstverständlich. Entschuldigt, dass ich euch bei der Kraxelleine mitgenommen habe. Aber das ist dann schon ein bisschen zu riskant am Seil und dann noch die Kamera führen. Es war schon nicht ganz ohne, weil alles nass ist hier. Es ist erstaunlicherweise relativ warm hier in der Höhle. Oder weil ich so viel mache. Da ist mir warm. Aber egal, hier ist das Höhlenbuch. Immerhin, da muss man erst mal hinkommen. Ich habe mich gerade ins Höhlenbuch eingetragen. Ich habe es geschafft, ja. Oh. So, ja, jetzt werde ich hier noch weiter runter machen und euch vielleicht mitnehmen. Ist noch ein kleiner Raum. Denn dann geht es wieder an den Aufstieg am Seil. Mal sehen, wie ich hochkomme. Ja, vorher, und das mache ich eigentlich so gut wie in jeder Höhle, da kommt eine Dunkelstunde dran. Dunkelminute. Alle Lampen aus, die Technik aus, irgendwo hingesetzt und die totale Ruhe genossen. Absolute Stille, absolute Ruhe, nichts. Einfach mal abschalten. Und ich schalte euch jetzt ab. Nochmal das Höhlenbuch. Kann mich hier kaum festhalten. Über dem Höhlenbuch ist bloß so ein Spalt. Rechts daneben eine kleine Nische. Da geht es auch nicht weiter rein. Und hier drüben ist letztendlich auch nicht weiter. Ein kleiner Gang. Dahinter geht nicht besonders weit. 3 Meter, 4 Meter. Aber schmal. So, und hier runter kann man auch noch gehen. Und das endet in einem Raum, der ist, naja, jetzt muss ich hier irgendwie runterrutschen mit der Kamera. Entschuldigt, wenn das Bild wandelt. So. Dieser kleine Raum dort. Das ist eine Öffnung, da gehe ich gerade so durch. Seht, dort geht es 2 Meter runter und er hat nicht immer 1 Meter Durchmesser, dieser Raum. Da lohnt sich es also auch nicht reinzugehen. In dem Fall wirklich nicht. Aber was ich euch zeigen wollte, muss ich meinen Akku irgendwie hinlegen. So, das ist mal ein Blick nach oben. Reicht mein Licht kaum. Und jetzt wisst ihr auch, warum das tiefe Hölle heißt. Das ist gewaltig hier. Ich messe es gleich nochmal nach und sag's euch dann. Also nochmal, hier unten das Loch. Dann geht's hoch, 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 hoch. Dort oben, das sind knapp 8 Meter. Und in die Richtung geht es dann über 10 Meter nach oben. Ich mache mich wieder aus der Höhle raus.
Viel böser gibt es hier nicht einzufangen. Das ist eine kleine Hülle. Relativ klein. Aber sehr, sehr tief. Also wirklich tief. Gut, ich muss jetzt klettern. Und dann noch viel Spaß. Ach, das war ein Genuss. Ach, das Klettern. Also runter ging ja. Aber rauf zu die 6 Meter. Frei schwebend. Und kein, wie nennt sich das Ding, Off-Seil-Gerät. Oh, nur am bloßen Seil klettern. Meine Fresse. Das war nicht ganz so einfach. Also man braucht raus zu doppelte Zeit wie rein zu. Aber tut alles nichts zur Sache. Es war wunderschön in dieser Höhle. Also wenn ich richtig gerechnet habe, von oben, der oberen Sohle bis ganz unten, wo ich dann war, an dem Loche. Ja, 23 Meter. Ich müsste nachsehen, wie tief die wirklich ist. Aber war schon so. Und 23 Meter, wenn man sich so ein dreistöckiges Haus vorstellt, könnte dann schon hinkommen. Ne? Das ist schon nicht schlecht. Ich bin jetzt an meinem Schlafplatz, den ich damals hatte, wo ich diese Serie Bielertal gedreht habe. Und werde auch hier wieder schlafen. War ein schöner Platz, hat mich gut beschützt. Der darf das wieder machen. Hier gibt es noch 2, 3, 4 kleine Höhlen in der Umgebung. Habe ich aber heute keinen Bock mehr drauf. Ich will mir was zum Morgen aufheben. Dann kommt ab und zu so alle eine Minute ein Tropfen runter, aber der dafür richtig groß. Also ich kriege heute Nacht bestimmt noch Regen. Naja, ich habe nicht mit, was Regenzeug angeht. Aber wie gesagt, ich liege im Biwaksack. Da ist mir das wurscht. Ich muss bloß meinen Schlafsack ein bisschen abdecken. Aber das kriege ich schon hin. Ach, war das schön. Eines möchte ich noch hinterher schicken. Wenn ihr sowas machen wollt oder gar diese tiefe Höhle mal befahren wollt, ihr könnt das tun. Aber ihr müsst wirklich dran denken, rein geht gut, raus geht schwer. Wer überhaupt keine Erfahrung mit dem Seil hat oder gar kein Seil mit hat, bitte geht dort nicht rein. Das ist, gelinde gesagt, tödlich. Also wer unten sitzt, kommt auch mit Kaminklettertechnik nicht raus. Es sei denn, erst 2,20 Meter groß oder so, da wird das vielleicht noch klappen. Aber normalerweise kommt man dort nicht mehr raus ohne Seil. Keine Chance. Die Wände sind richtig nass, sind allglatt. Also dort ist auch kein Halt. Man rutscht, die sind zu weit auseinander. Also keine Chance. Man kommt bis zu der, naja, ich sag mal bis zu dem Überhang, den ich gezeigt habe. Da kommt man ohne Seil noch hin. Aber bitte, bitte nicht weiter. Und wer ohne Seil bis zu dem Überhang macht, von oben sich das mal anguckt und dann wieder zurück macht, es ist ohne ganz ohne. Also nicht für Anfänger die Höhle und gleich gar nicht für Kinder. Absolut nicht. Die Warnung möchte ich eigentlich immer in meinen Videos sagen. Vielleicht schreib es ja unten in die Beschreibung mit rein. Auch die kleinste Höhle. Also es gibt Höhlen hier. Was heißt Höhlen? Ist einfach ein Loch. Da kriecht mal rein, geht super. Rauskommen, ohne Seil. Obwohl es nur praktisch, was weiß ich, 2 Meter, 2,50 Meter sind. Keine Chance, geht nicht. Die Höhlen, die haben dann solchen Namen wie Menschenfalle und sowas. Ja, das sind sie auch. Auch wenn das 2 Meter hoch ist, aber der Absatz kugelrund. Ihr könnt euch dort nicht hochziehen, ihr habt keine Chance. Ihr seid da drin. Dort drin gibt es logischerweise keinen Handyempfang. Ihr seid allein, ihr könnt brüllen, wie ihr wollt, euch hört niemand. Ihr könnt heulen, wie ihr wollt, das wird auch nicht besser. So viel Wasser kriegt ihr nicht zusammen, dass ihr nach oben schwimmen könnt. Außerdem wird es versickern. Ja, überlegt euch bei Höhlen, ob ihr reingeht, ob ihr euch das zutraut. Wenn ihr zu zweit, zu dritt seid, ist das noch eine andere Geschichte. Da kann man sich gegenseitig helfen. Aber alleine, das Risiko ist ziemlich hoch. Muss ich ehrlich zugeben. Was mache ich zu meiner Sicherheit? Hier in der Gegend
Ist absolut mieser Handyempfang. Weiter oben muss ich noch ein Stück hochkraxeln. Einen Berg hoch. Da ist wieder Handyempfang. Also bevor ich in die Höhle gehe, gehe ich dort hoch, schicke meiner lieben Frau eine SMS, ich bin in der Höhle und ich bin ungefähr um die Zeit wieder raus. Und da gebe ich großzügig an. Also ich rechne bei der Höhle mit 2 Stunden und da gebe ich 4 Stunden an. So, dann gehe ich wieder dort hoch, nachdem ich raus bin und mein Zeug zusammengeräumt habe und sende meiner lieben Frau, ich bin draußen, es ist alles in Ordnung. Sollte diese Entwarnung von mir nicht kommen, dann wartet meine Frau noch 2, 3 Stunden. Dann versucht sie mich zu erreichen und geht das auch nicht. Dann überlegt sie sich, macht sie nicht sofort, aber überlegt sich, rufe ich die Bergwacht, dem ist was passiert. Das soll jetzt keine Sicherheit sein. Keine Sicherheit für mich. Also wenn man jetzt auf volles Risiko geht und sagt, es gibt eine Bergwacht, wenn ich nicht mehr weiterkomme, die retten mich. Ist völlig falsche Herangehensweise. Und ich würde sogar sagen, wenn man sich selber in Gefahr bringt, Alkohol mit dabei ist oder wirklich durch Leichtsinn, schon wieder hier Sirene irgendwie, oder durch Leichtsinn sowas passiert, dann müsste es so sein, es ist zwar nicht, aber es müsste so sein, der Einsatz muss man selber bezahlen. Das wäre die richtige Verfahrensweise. Oder wenn man diese Retter mit Hubschrauber und allem, was dazugehört, sich bestellt und ja, dann war es gar nicht so schlimm. Dann ist man bloß von dem Wetter überrascht worden und ist nass geworden und kommt im Dunkeln nicht mehr nach Hause. Muss man eine Nacht frieren draußen und dann früh kann man erst wieder nach Hause gehen. Wenn man da die Rettung holt, also bitte, normalerweise müsste das der Jensche bezahlen. Denn es gibt zwar auch berufliche Retter, aber die allermeisten hier sind ehrenamtlich. Das sind die Bergretter. Die haben sicherlich irgendwas pauschal, was sie da bekommen dafür. Aber im Grunde genommen machen sie es für lau. Und das ist hier im Gelände, wenn die ihren ganzen Zeug, das sind 30, 40 Kilo, bis hier hochschleppen, da sind die das erste Mal fertig. Auch so ein Hühne von Mann, also zweimal ich oder dreimal ich, wie so ein Gnom wie mich, auch der hat zu kämpfen bis hierher. Kommen die dann an, sehen, einer steckt irgendwo in der Höhle drinne und jammert dort, was weiß ich, von Liedchen. Ja, da müssen sie auch ran. Das dauert auch. Dann den Kerl dort irgendwie rausschleifen. Oder das Mädel, kommt drauf an. Oder im schlimmsten Fall sogar das Kind. Ja, und ja, was dann? Da muss derjenige wieder runter ins Dorf, um dann dort irgendeinen Krankenwagen zu haben. Nee, Leute, kein Bedarf. Also ich weiß, was ich kann. Ich weiß es definitiv. Ich weiß, wo meine Grenzen sind. Und die erreiche ich noch nie. Die Grenzen. Und darauf lege ich Wert. War das jetzt das Wort des Tages? Gut. Ich werde jetzt also die Zeit genießen hier, werde mein Lager aufbauen, schön Biwaksack und Isomatte drunter, Schlafsack, mich gemütlich hinsetzen, den Nachmittag genießen. Jetzt ist es ungefähr um 4, 16 Uhr also. Ich genieße das einfach, die Ruhe hier, die Vögel. Die ganze Natur ist auch schön. So, werde was essen, was trinken. Und dann kann ich mich ganz gemütlich schlafen legen. Hier kommt niemand vorbei. Ich hätte es bald gesagt, hier kommt keine Sau vorbei, aber Wildschweine gibt es ja auch. Und morgen geht es zu kleineren Höhlen. Da lasse ich mein Lager hier so wie es ist. Drehe eine größere Runde, tarne alles ein bisschen ab, gibt es hier genügend Flecken, sieht keiner. Und krieche in kleinere Höhlen rein, die zeige ich euch noch. Ich weiß aber noch nicht genau welche. Keine Ahnung, es wird auch keine Riesentour. Ich hatte mir eigentlich das Wochenende jetzt so für draußen diese tiefe Höhle vorgenommen und absolute Entspannung. Ausruhen. Ah, vielleicht sogar früh lange schlafen. Mittagsschläfchen, Nachmittagsschläfchen, nachts ein Schläfchen und zwischendurch ein paar kleine Höhlen. Das ist auch was Schönes. Seid ihr noch da? Die, die jetzt nicht weitergespult haben. Gut. Essen
und genießen. Bis dann.